Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors 2 mit der 26.040er Rank Vegeta X. Blabliblub. So, starten wir. Endlich, nach 6 Minuten verzweifelt versucht, irgendwie eine Freundesanfrage durchzukriegen. Oh Gott, das wird echt schlimm. Achso, nee, ich habe jetzt immer noch auf normal. Nächstes Mal, wenn wir starten, erinnerst mich dran, dass ich es endlich mal umstelle. Vergesst es nur irgendwie immer. So hektisch. Okay. Missionsdetails. Was gibt's? Wir müssen gegen... ich weiß jetzt auch, wieso ich mich selber spielen kann, weil... Ja, weil mir im Multiplayer sind. Im Einzelspieler kann ich nicht spielen. Was? Ja, weiter. Weiter. Erste Anweisung über das Territorium. Weiter. Weiter. Und Kampfvorbereitung. Okay. Was wählen wir denn da? Da haben wir eh schon alles ausgewählt. Fähigkeit haben wir auch schon alles ausgewählt. Freund nehme ich wieder Nami. Spieldaten. Das gibt es eine Geheimnismünze ansehen. Erreiche überall Rang S. Okay. Das ist doch machbar. Ansonsten würde ich sagen, starten wir das mal. Bin fertig. Und Kehra offenbar auch. Gut. Ich bin gespannt. Okay, das ist kein Level, was ich jetzt so erkennen würde. Einfach nur ein bisschen. Ja, Schiffe. Oder war das dasselbe wie letztes Mal auch? Das, was ich gesagt habe, ist eindeutig Baratier. Egal. Okay, ich gehe mal hier hin und mache den Kommandant da alle. Bam. Okay, ich muss auf jeden Fall auf schwer das nächste Mal stellen. Das wird, glaube ich, nicht lange dauern. Bam. So, das kann ich auch besiegen mit einem Schlag. Level 7 ist eindeutig schon hoch genug. Ich habe jetzt auch übrigens das mit dem Berry Boost gesehen. Kurz die Erklärung gehört zumindest. Missionsbeginn. Okay. Von mir aus. Das ist keine besonders schwere Mission. Vegeta X kämpft da unten noch. Bam, bam, bam. Kommt aber auch nach. Naja, so schnell, dass ich es ohne sie schaffe, bin ich jetzt auch nicht. Und sie macht schön mit Lore ein bisschen. Wow, okay. Okay. Cool, dass man den auch nehmen kann. Bam, bam, bam. War irgendwie frei zu sehen, aber trotzdem cool. Bam, bam. So, mal hier ein bisschen White Spark. Ah ne, ist gar nicht White Spark. Nein, das ist nicht White Spark. Okay. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Dann nehme ich noch die Münze mit, während du die da fertig machst. Juhu. Sonst gibt es hier nichts. Nö. Anführer ist erschienen. Wo ist er denn? Da. Okay. Nope. I'm sorry. Jupp, das Territorium war kein Problem. Dann gehen wir mal weiter zum nördlicheren Territorium. Ja, da ist auch der nächste Kommandant. Why not? Du wirst genauso sterben. Das ist echt so perfekt für den Abend zum Entspannen, das Spiel. Einfach seinen ganzen Frust, seine ganze Wut hier rauslassen und so. Nicht, dass ich damit Probleme hätte mit Wut oder so, aber ja. Es geht hier echt gut. Oh, schon wieder der Marinekommandant. Nope. I'm sorry. Bam, 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 bam. Ach, das ist Jiten-Tanz. Okay, Jiten ist seine Waffe, wenn ich mich richtig erinnere. Also diese Art von Stabwaffe. Hier ist doch was? Da ist jemand. Ja, erobert und trotzdem noch ein Kommandant da. Von mir aus. Der darf auch sterben.
Yep. Bam, bam, bam. Wow. Hat das Territorium schon die Hälfte der Energie verloren gehabt? Wow. Sollten wir das vielleicht erst noch clearen, als bevor wir gehen? Ich dachte nicht, dass das wichtig wäre. Oder hat es nur mit der Hälfte der Energie angefangen? Bam, bam, bam. Ja, ich weiß, Blau ist uns, aber das war ja nur noch die Hälfte an Blau. Hm. Ich tu mal währenddessen hier ein bisschen aufräumen. Ah, es geht so los manchmal. Okay, gut. Von mir aus. Gibt's hier irgendwas Bestimmtes, was wir müssen oder nicht? Einfach Schnetzel mit möglichst viel K.O. Ich möchte auch meine 1000 bekommen. Wie war das? 1200 braucht man für S? Das wäre natürlich auch super. Dann krieg ich gleich Smokers Münze noch dazu. Bam, bam, bam. Und yes. Einfach ein bisschen drauf einprügeln, dann geht das schon. Ist dann vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht auf schwer erstmal gemacht haben. Dann krieg ich zumindest Münze. Aber nächstes Mal machen wir schwer. Weil, ja, schwer ist immer besser erstmal. Ich habe bei Pirate Warriors 1 auch immer mit schwer angefangen, privat. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich keine Chance hatte, und dann habe ich auf Normal umgestellt immer. Bei manchen Level hat es dann gereicht, bei anderen nicht. Aber hier kann man sowieso jederzeit die Schwierigkeit einstellen, glaube ich. Meinte ich? Oder vielleicht im Einzelspieler. Hier wohl offenbar nicht. Macht auch Sinn. Bam, bam, badam. Okay, gut. Ich gehe mal weiter westlich. Ja, hier gibt es gerade nichts mehr zu schnetzeln. Dim, dim, dim. Ah, da bist du schon. Okay, gut. Mach ich mal den Kommandant hier kaputt. Sieh. Damit haben wir das auch geklärt. Dann noch ein Basiskommandant. Ach so, ja, ja klar, stimmt eigentlich. Klar, macht irgendwie Sinn. Es gibt keine Bosskämpfe, das heißt, das war ja auch immer das Problem bei mir. Der Rest ging ja eigentlich immer auf normal, auf schwer. Die, ja, macht Sinn. Sieh. Dann schauen wir mal. Uiui, ist echt schnell. Ich sammle hier währenddessen noch das ganze Geld ein und so. Bum, badam, badam. Was gibt's hier noch alles? Massive Gegner. Da gibt's nichts Verstecktes. Nö, nö, nö. Gut. Da gibt es wieder was Verstecktes. White Spike. Das war White Spike. Ui. Weißer Schlag. Ach, das steht sogar oben immer schön. Das ist ja cool. Ich dachte, das steht nur bei Special-Attacken da, aber es steht bei jeder Attacke da. Bei jeder größeren Attacke. So. Der Anführer könnte ruhig auftauchen. Please. Bam. Yes. Thank you. Ich könnte auch versuchen, ein bisschen mehr auf Freunde zu gehen, aber ich hebe mir mal meinen Style auf, aber ich glaube, ich brauche nicht mehr, gar nicht mal wirklich aufzuheben. Bisher zumindest. Gut, ich nehme noch das Gebiet südlich ein. Oder was heißt einnehmen? Das sind ein paar Gegner. Die möchte ich schnetzeln für die 1200. Bam. Okay. Ah, da bin ich. Im Spotlight. Schalte Smoker aus. Jupp, jupp, jupp. Ich werde gleich ein Mirror-Match. Ja, ich sollte vielleicht in die Freundesmission nicht die Leute nehmen. Macht vielleicht Sinn. Kein Mirror-Match. Wobei Mirror-Matches haben auch was für sich. Ich bin da immer extrem schlecht drin in League of Legends oder sowas. Mirror-Matches waren da immer meine größte Achillesferse. Okay, 500 K.O.s zumindest schon mal. Ich befürchte, dass ich relativ langsam gerade vorankomme. Nehmen wir uns mal noch den Basiskommandant vor. Jitten-Tanz. Okay, sind gleich zwei. Wenn ihr unbedingt wollt. Auch selbst der Wurf macht hier beinahe One-Hit alle Gegner. Dum, dum, dum. Very nice. Gegner. Ah, okay. Also liegt es ja daran, dass wir jetzt zweit spielen. Okay. Schade, wäre irgendwie cool, wenn es zusammenzählen würde. Sind im Zweispieler-Modus deutlich mehr Gegner da oder einfach nur ein bisschen mehr HP oder Beispiel zufällig? Bum, bum, bum.
Ich frage einfach mal schon mal hier ein paar Fragen. Oh, was war das für eine Attacke? Cool. Das habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Bum, bum, bum. Ah. Okay. Also unterscheidet sich nichts im Koop. Wow. Okay. Das ist unüblich. Aber boah, was soll's. Gut, da sind noch ein paar Gegner zu besiegen. Bam. White Spark ist echt verdammt das Stärkste. Ah. Okay, ich glaube, ja, ich glaube, ich kriege so langsam diese Combo auch hin. Ja, das ist nicht schlecht. Und da sind noch viele Gegner zum Töten. Aber es reicht, das reicht auf keinen Fall mehr für 1200. Die extra Münzen werde ich dann wohl so frei spielen. Bam, bam, bam. Juhu. Aber wie gesagt, 100% habe ich sowieso nicht vor, das Spiel zu spielen. Aber ich werde viel spielen, also keine Sorge. Das wird auf jeden Fall eine Weile lang hier auf dem Kanal bleiben. Gibt's keine Frage, sonst wären einige Leute, glaube ich, echt sauer. Mohaha. Bum, 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 bam. Die Dentanz ist auch fertig. Hast du noch was? Ah, da ist noch ein Basiskommandant. Okay. Ah, das ist gut gegen den. Habe ich das auch geschafft? Okay, gut. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als dir hier zum Boss zu folgen. Ich klau dir mal ein paar Gegner. Mwahaha, Killstealing. Hi, Smoker. Ah, der hat eh blaues Haki. Blaues Style Mode. Das heißt, ich hätte ihn auch ohne Style attackieren können. White Out. Gegen Smoker. Hat unglaublich viel Wirkung, offenbar. So. Sieg! Okay. Ich hätte vielleicht noch auf 1000 kommen können, aber auf keinen Fall auf 1200. So viele Gegner gab es nicht. Das heißt leider nur B bei besiegte Gegner. Alles andere S. Okay. Und die Sitzung ist mal wieder beendet. Aber es waren gute 14 Minuten, also passt das. Und jetzt noch schön die Endsequenz. Ah, du genauso. Da. Ich glaube, im Rest S zu bekommen ist nicht sonderlich schwer. Plus halt bei den Tötungen zu zweit sind nicht unbedingt genügend Gegner da, um das beide bekommen können. Okay, Smoker hat also endlich seinen Gedanken geordnet. Ah, okay. Bin gespannt drauf. Abschlussbonus 1200, neuer Fächer auf Schatztafel. Woohoo. Very nice. Nami-Freundschaft um 1 erhöht. Und dadurch Synergie. Okay. Verstehe. Noch ein paar Münzen, die mir aber nichts wirklich... Ach, 3 Level-Ups, okay. Ich sag nichts mehr, bringt was. 435, ja, ich registriere es mal, weil, wie gesagt, ich denke mal, jedes bisschen, was man hier in Piratenrang, Kopfgeld, wie auch immer, mitnehmen kann, sollte man auch mitnehmen. Okay, Log von Nami können wir als nächstes machen. Ein neuer Gegenstand in der Galerie, ein neuer Gegenstand im Berry Shop. Woohoo! Gut, dann beende ich einfach mal hier diese Episode, wobei die Aufnahmesession geht noch weiter. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Displays. Wir sehen uns übermorgen mit der nächsten Freundes-Episode, während wir hier weiter aufnehmen. Bis dann. One Piece, Kaizoku Musou 2.